Mein Name ist Kurt Siegel vom Bundesverband für Elektromobilität mit Sitz in Berlin. Der Bundesverband existiert nun seit 15 Monaten und kann auf eine relativ flotte Erfolgsgeschichte zurückweisen. Wir haben in den letzten 15 Monaten definitiv Meilensteine gesetzt. Und das Vernetzen der Partner bewegt sich in eine Richtung, die für uns vor 15 Monaten noch unvorstellbar war. Wir haben inzwischen starke Mitglieder, starke Partner, die es uns ermöglichen, auch einen Gemeinschaftsstand auf einer Messe wie der EKTEC funktionierend darzustellen. Und jetzt kommen wir in eine Phase, in der es gilt, nicht mehr über Elektromobilität zu sprechen, sondern diese auch erfahrbar und erlebbar zu machen. Wir müssen jetzt raus mit der Elektromobilität zum Publikum und diese jetzt der Bevölkerung nahebringen. Elektromobilität wird mehr und mehr an Stellenwert gewinnen. Wir werden die Messe nächstes Jahr noch größer erleben. Wir werden aber auch parallel den Bundesverband noch größer erleben. Grundsätzlich versuchen wir, unseren Mitgliedern die Plattform zu bieten, dies vernünftig und praktikabel darzustellen. Und mit unserem neuen Magazin Neue Mobilität haben wir da noch eins draufgesetzt, um das auch nach außen zu kommunizieren. Elektromobilität in der Gesamtheit zu sehen und nicht nur als Automotive oder Ähnliches.